So, liebe Leute, in der Hoffnung, dass jetzt mal alles funktioniert. Ich habe gerade den Dark Burst nochmal gekauft. Ja, ist klar. Nochmal zurückgeholt. Das heißt, wir können ihn jetzt wieder einsetzen. Hab auch alle Scans bis dahin gemacht. Und auf dem Rückweg, eigentlich wollte ich direkt nach Torvus gehen, aber mir ist etwas aufgefallen, was eigentlich sehr interessant ist. Und zwar diese Luke da. Und ich würde sagen, die gucken wir uns gleich mal an. Bums, kaputt. Bums, kaputt. Und zwar schwingen wir uns jetzt hier hoch mit unserem super Boostball. Und nochmal gucken, was. Halt, stopp. Wird wahrscheinlich nicht so easy. Ah, doch. Aha. So, wollen wir mal gucken, was hier ist. Hier waren wir nämlich noch gar nicht. Heidewitzka, ein. Oh, ein Miss. Oh. Ein Missile-Container. Nee. Es ist kein. Ach, das war ganz normal, Missile. Okay, hier haben wir eine Bombenmulde. Ich kann das hier scannen. Ich kann alles scannen. Hä? Steuersystem für den Sand. Aha. Es muss mir. Ja. Alternativzugang haben wir schon gefunden. Sehr nice, okay. Das hätten wir eventuell auch schon vorher herausfinden können. So, Sandablassung. Ah. Hey, ihr wisst, was das ist. Sehr schön. Ein Missile-Container. Wunderbar, den können wir sogar gebrauchen. Glaube ich. Missile-Container erhalten. Wie war wunderbar. Jetzt macht das auch Sinn, wieso hier diese Kegeldings, Hauptsache so irgendwo hin, aber nicht da. Seht ihr, jetzt kommen wir nämlich hier wieder hoch. Aha. Gut, jetzt muss ich allerdings nach einem Alternativweg gucken. So. Wir können. Da ist ein Umweg. Wir rennen eigentlich den direkten Weg hier zurück, würde ich sagen. Also ab hier immer geradeaus. Wunderbar. Wie gesagt, ich hoffe einfach mal, dass es jetzt funktioniert. Versprechen kann ich nichts. Gespeichert habe ich ja vorsichtshalber. Und ich werde auch die nächstmögliche Speicherstation werde ich natürlich direkt mitnehmen. Ich habe keinen Bock darauf, nochmal irgendwie alles neu zu machen. Gespeichert habe ich jetzt an dieser Speicherstelle nochmal. Das heißt, den Dark Burst müssen wir nicht nochmal holen. Den haben wir jetzt fest. Und das ist schon mal sehr praktisch. So, Lightbeam. Ignorieren wir die Piraten. Wir gehen jetzt direkt nach Torvus, ohne große Umwege. Das heißt, ich finde noch mal irgendwas Interessantes, was eigentlich sehr schnell passieren kann. Aber nein, wir werden jetzt erstmal zusehen, dass wir. Aber jetzt ist das immer noch ein Rätsel. Irgendwie hier kam man hoch, aber fragt mich nicht wie. Ich denke mal, das wird dann in den Parts alles gemacht, wo wir sämtliche Teile suchen. Ich muss mal ganz kurz. Bisschen Lightbeam-Munition kann ja nie schaden, ne? Ich muss noch synchronisieren. Bei wie viel? Ungefähr 4 Minuten. 1, 2, 1, 2, 3. Sehr schön. Ja, ansonsten ist das für mich immer eine Qual, dass wieder da. Ich muss ja immer bei der Videospur von der Facecam muss ich ja nachgucken, wo passt die jetzt hin. Dann muss ich die Audiospur. Ich nehme nämlich Video und Audio getrennt auf, damit ich halt die Kamera scharf stellen kann. Moment. Ich weiß nicht, ob das das besser gemacht hat. Keine Ahnung. Ist jetzt eigentlich auch egal. So, da oben leuchtet was, aber da waren wir schon. Da war ein Energietank. Wir hatten ja auch neulich erst wieder einen Energietank dazu bekommen. Sehr nice. So, geradeaus müssen wir einfach nur, ne? Jo. Sehr schön. Gut, dann sind wir schon mal auf dem besten Weg wieder zurück nach Torvus. Wunderbar, wunderbar. Also super, ne? Ja, Torvus. Oh. Meine Lust auf Torvus, die ist ja unermesslich. So, hier schnell wieder rüber. Toter Luminot. Düppedüppede. Man sieht hier nur Toter Luminot. Furchtbar, furchtbar. So. Jetzt werde ich müde.
Mysteriös. Falls ihr euch übrigens wundert, wo ich immer hingucke, hier mein Computer steht hier direkt und beleuchtet mich. Ja? Deswegen habe ich auch immer hier dieses Grüne. Das ist im Endeffekt echt einfach nur die Spiegelung von meinem Computer, sieht aber so ein bisschen Cyborg-mäßig aus. Das ist cool. Ganz falsch gerannt. Sehr nice. So, Torvus, wir kommen. Ich habe eine leise Ahnung, was wir da machen müssen. Wir schießen einfach an dem Viech vorbei. Oh, was ist denn jetzt los? Die Fernbedienung rastet aus. Zeigt nicht dahin, wo sie hinzeigen soll. Splinter. Wisst ihr was? Das wird mir zu blöd. Jetzt kommt ein schwarzes Loch. Tschüssi. Was? Das stört denn nicht? Das stört die schon. Okay, Lightbeam mögen sie nicht. Wo muss ich denn jetzt eigentlich lang? Ich glaube, hier lang ist falsch, ne? Da ist ein Portal. Das Portal brauchen wir nicht. Wir sollen hier zum Tempeltransporter. Sehr schön. Ja, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Wunderbar, wunderbar. Ich kenne mich in dieser Welt hier, kenne ich mich null aus. Also in... auf dem Äther, keine Ahnung. Aber Metroid Prime 1, das ist schon wieder besser, weil Metroid Prime 1 habe ich schon zigtausendmal durchgespielt. Und das meine ich wirklich ernst. Und ein einziges Mal, gebe ich auch offen und ehrlich zu, habe ich es tatsächlich auf 100% durchgespielt. Und zwar mit euch. Ist das nicht toll? Das ist toll. Also mit 100% mit allen Scans, mit allen Items, ja. Die Kamera steht falsch. So, schon besser. Nein, schlechter. So, jetzt ist besser. Hinten in der Uhr kann man sehr schön sehen, wie spät es ist. Für die, die es nicht sehen können, es ist jetzt 10 vor 2. Guten Morgen. Ich gähne nicht. Ich bin immer hellwach. Eine Runde Schlaf könnte ich aber auch vertragen. Ich muss morgen um 12 wieder arbeiten, statt um 14 Uhr. Das heißt, um 11 losfahren für mich. So, wo wollte ich denn jetzt denn erstmal zur Speicherstation? Na, klingt gar nicht mal so verkehrt. So, erst speichern und dann Abenteuer fortsetzen. Wie lange nehmen wir auf? Knapp 10 Minuten. Holalalalala. Schnell. Elektrisierend. So, da. Einmal speichern. Für den Fall der Fälle, dass die Festplatte wieder abschmiert, das wäre nämlich gar nicht mal so witzig. Ich habe übrigens gerade auch richtig Bock auf Metroid. Wieso auch immer. Gerade richtig, habe ich richtig Spaß dran. Ist interessant. Weil es ja mehr oder weniger ein Spiel ist, was ich noch nie durchgespielt habe, ne? Noch nie selber durchgespielt. Ich habe bis jetzt immer nur dabei zugeguckt, wie jemand das durchgespielt hat. So, ich hoffe mal, der Transporter hier ist richtig. Wenn nicht, dann haut mich nicht. Es leuchtet grün. Also wird das schon funktionieren. Wenn es blau leuchtet, ist Rambo. Ich denke mal, deswegen ist das auch für mich gerade so ein bisschen interessant. Denn es ist ja semi-blind. Ich kenne das Spiel, aber ich habe es noch nie selber gespielt. Bin ich hier richtig? Wieso bin ich denn da noch nie lang? Torvus. Transporter zu Torvus. Ödland. Oh Gott, ich bin einen ganz falschen Weg gegangen. Wobei, das hier sieht echt schon interessant aus. Und das sieht auch interessant aus. Und das ist das Gefährliche. Galactic Federation Stützpunkt. Ich weiß ganz genau, was das ist, aber ob wir da jetzt schon hinwollen, ich weiß ja nicht. Ich nehme einfach mal den anderen Weg, der ist nämlich kürzer. Nach dem Tempel von Torvus können wir uns von mir aus nochmal. Nach dem Tempel von Torvus? Nach dem Torvus können wir uns von mir aus nochmal richtig schön umgucken. Jetzt allerdings möchte ich so ein bisschen die Story weitermachen. Man möge es, wie ich.
Ja, die Müdigkeit kommt durch und ich entschuldige mich dafür. Das ist gerade schlimm. Gut, andererseits muss ich mich dafür wahrscheinlich gar nicht entschuldigen. Ich meine, ich nehme gerade um 2 Uhr morgens Let's Plays auf, ja. Wenn meine Nachbarn das sehen könnten oder irgendjemand das mitkriegen würde, das haben ja jetzt so Leute mitgekriegt, weil schließlich erzähle ich es ja gerade. Dementsprechend ist das dann auch nicht mehr so schlimm. Die würden denken, ich bin bekloppt. Denke ich manchmal auch selber, aber pff, was soll's. Es leuchtet auch grün. Mit so einem Transporter wollte ich wahrscheinlich gar nicht mal so gerne mitfahren. Weil erstens, wenn man unten ankommt, stirbt man fast und zweitens, wenn man oben ankommt, stirbt man fast. Boots. Boots, bevor die nerven. Hier oben war. Ah ja, natürlich. Ich habe schon wieder fast vergessen, wo wir lang müssen. Glaubst du es denn? Beim letzten Mal schon so gesucht. Es ist jetzt aber auch richtig, ja? Ach nee. Nee. Natürlich habe ich beim letzten Mal hier gesucht, weil wir nämlich unbedingt die Split Missiles haben wollten. Aber wir müssen ja hier zurück. Nach Torvus. Ihr seht schon, was Orientierungssinn hier auf Ether angeht, kein blassen Schimmer. Wirklich gar kein. Ja, doch, aber hier sind wir richtig. Wäre auch zu schön. Muss ich halt so machen. Wieso kann ich hier eigentlich an ein Portal? Achso, ja, weil, ja, na, ich weiß schon wieso. Okay. Die Wespen haben mir das Tor geöffnet. So. Hier kann ich eine kleine Abkürzung nehmen. Dann muss ich nicht den ganzen Weg da rumrennen. Deutlich angenehmer. So, wo muss ich jetzt lang? Hier. Ja, hier sind wir richtig. Wespen! 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 Ich mag die nicht. Also töte ich sie. Hä? Alles, was mir nicht gefällt, muss sterben. Ist nun mal so. Ganz normal. Weg. Das sind so üble Fahrstühle, ey. Lifter of Terror. Aber ich finde die Halterung cool. Wie so Tatzen, so. So, nach zigtausend Stunden sind wir jetzt auch endlich wieder in Torvus. Endlich, ja. Also, ich könnte auf Torvus ehrlich gesagt gerne verzichten. Ich mag den nicht. Es ist ein Sumpf. 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 Es ist ein Sumpf. Junge, du bist so schlau. So, wollte ich hin, wieder in den Raum damit. Da müssen wir wieder hier lang. Hier können wir. Einen Transporter. Wir müssen so oder so in diesen Raum hier. Also. Weil wir können ja jetzt hier hinten die Tür aufmachen. Sehr nice. Und dann kommen wir in diesen großen, runden Dings. So, wie kommen wir da am besten hin? Indem wir. Hä? Oh, falsche Plattform, okay. Indem wir. Hier den Weg folgen. Moment, muss ich doch eigentlich auch. Ich mach's mir auch kompliziert. So, hier rüber, gehen wir einfach hier durch. Ist der kürzeste Weg. Und wahrscheinlich auch der einfachste. Ah ja, hier ist ja das Portal. Das müssen wir uns übrigens merken. Ich weiß jetzt auch, wie wir hier an den Missile-Container rankommen. Beziehungsweise ich habe eine Vermutung, wie das funktionieren könnte. Und zwar ganz einfach, indem wir im dunklen Äther hier lang und dann im hellen Äther im dunklen Äther das Portal benutzen, damit wir im hellen Äther da wieder rauskommen. Klingt logisch, ne? So, hier war jetzt irgendwo eine lila Tür. Ja, okay, sehr schön. Die machen wir jetzt erstmal auf, weil ich möchte wissen, was da ist. Oh, da kommt die Neugier wieder raus. Sorry, ist halt so. So. Dass man immer erst einen verschießen muss, das ist so kacke. Dip, dip, dip. Höh! Aha.
Wieso hatten eben nur 4 getroffen? Ach, das sieht ja schön aus hier. Was ist das? Ein Transporter, ja, das ist mir schon klar. Aber wohin? Ödland von Argon? Mal ganz kurz angucken. Hui! Allein bei diesem Start, man würde zerquetscht werden. Das sind G-Kräfte, die kann ein menschlicher Körper nicht aus... Ja gut, sie hat einen Anzug, ist klar. Aber selbst mit Anti-G-Anzügen nicht die Logik eines Spiels in Frage stellen. Schon wieder so eine... Die wollen es aber wissen, ne? Wo kommen wir dabei raus? Wo kommen wir da raus? Ach ja. Ach ja. Das ist interessant. Okay. Hier wollen wir aber nicht hin. Aber gut zu wissen, das ist eine sehr gute Abkürzung, muss man jetzt mal sagen. Wie lange nehmen wir auf? 16 Minuten. Aber da der letzte Part ja etwas kürzer war, mache ich den jetzt etwas länger. So 2 Minuten. Die ich eigentlich immer mache. Diese prophylaktischen 2 Minuten. Die auch immer wieder genutzt werden. Außerdem sollte ich eventuell bald mal gucken. Da vorne ist ja eine Speicherstation. Stimmt ja. Wir müssen nur dahin finden, ne? So, wo ging das lang hier, ne? In das Loch. Hey, hallo. Ja, mit dem Transporter kommen wir jetzt nämlich runter. Und dann kommen wir da zu der Speicherstation und alles. Und ist der Part schon fast vorbei? Ne, 17 Minuten. Das ist doch jetzt doof. Wir sind schon da und ich bin schon... es bleibt noch Zeit. Das ist wirklich doof. Moment. Ja, hallo? Hat er das gesehen? Ich konnte schweben. So, hier lässt sich das öffnen. Aber erstmal müssen wir hier gucken. Hier ist nämlich da. Das ist ein böses, böses Viech. Ganz böse ist das. Ganz böse. Hallo? Sei mal böse. Oh. Ach, okay. Man muss nicht mal ins Maul schießen. Man schießt einfach durch. Oder macht ihn kaputt. Das war jetzt so nicht gewollt, aber was soll's. So, und jetzt sind wir wieder hier. Mal gut, das war genügend mit... Ich wollte gerade fragen, wie habe ich das gemacht? Bim, 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 bim. Sehr schön, wir bewegen uns so langsam unter... Erweitertes Fortbewegungsmittel. Lager der Hydrokap. Wow. Das ist fucking tief. Ich würde fast darauf wetten, dass das... sag schnell, dass das... Was ist denn hier los? Wieso leuchtet das? Oh nein. Oh nein. Leute, dieses Leuchten und diese ganz komischen blauen Punkte haben gerade Fason symbolisiert. Ja, ich kann logisch denken, ist toll, ne? Können nicht viele. Und dieses blaue Leuchten zusätzlich... Die Musik, die auf einmal ganz böse wurde. Ich weiß ganz genau, was hier kommt. Das tue ich mir jetzt in diesem Part garantiert nicht mehr an, weil dafür reicht die Zeit einfach nicht. Dementsprechend würde ich sagen, gehen wir jetzt zur Speicherstation, speichern da und dann gucken wir uns das Ganze im nächsten Part an. Dann haben wir definitiv auch mehr Zeit. Und also sollte sich das bewahrheiten, was ich vermute, dann wird der nächste Part echt spannend. Sollte sich nicht bewahrheiten, dann ist es ein Part wie jeder andere auch. Nein, er ist immer toll. Jeder einzelne Part ist einzigartig. Weil irgendwas passiert. Na gut, dann würde ich fast sagen, verabschiede ich mich hier. Und ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal, euer Renji. Bye.